németországi Biberach település fúvószenekara adott koncertet Pécsett a Nemzeti Színház előtt. A közel 100 tagú együttes műsorára sokan voltak kíváncsiak. Az érdeklődők klasszikus és modern darabokat is hallhattak az előadás során. Wir sind im ungarischen Bildungszentrum in Boje untergebracht und sind dort sehr gerne Gäste und die haben für uns diese Konzertreise mitorganisiert, dann diese Philharmonia, die drei Konzerte hier in Pécs und gestern in Balaton Füred und in Budapest für uns organisieren. Und sie haben für uns diesen Ort Pécs ausgewählt und deshalb sind wir jetzt hier. Das Orchester ist die Kreisjugendkapelle Biberach. Das Orchester wurde 1977 vom damaligen Landrat Dr. Wilfried Steuer gegründet und setzt sich zusammen aus Jugendlichen aus dem gesamten Landkreis Biberach. Biberach befindet sich im Süden von Deutschland, nähe vom Bodensee, ziemlich genau in der Mitte zwischen München und Stuttgart. Die Jugendlichen müssen ein Vorspiel absolvieren und dann dürfen sie bei uns mitmachen. Und wir sind so im Alter zwischen 16 und 25 Jahren. Wir sind ein typisches sinfonisches Blasorchester. Wir haben Holzblasinstrumente, Blechblasinstrumente und Schlagzeug, ergänzt durch Kontrabass, manchmal auch Harfe. Also die ganze Holzblasinstrumentenfamilie von der Piccoloflöte über die Altflöte, Klarinetten, Bassklarinetten, die ganze Saxophonfamilie und dann hohes Blech, Trompete, dann weiches Blech, Horn, Posaune, Tenorhorn und die Tuben und großes Schlagzeug. Also Repertoire, es gibt eigentlich die traditionelle Blasmusik, also Märsche, Polka, Walzer. Das spielen die Jugendlichen auch viel zu Hause in ihrem Verein. Dann klassische Bearbeitungen. Unser erstes Stück heute ist eine Bearbeitung von Tannhäuser von Richard Wagner. Dann haben wir professionelle Opernsänger dabei. Wir machen Opernquerschnitt, Puccini, Verdi und dann vor allem auch Filmmusik und dann auch moderne Geschichten, die die Jugendlichen einfach sehr gerne spielen. Und wo wir gespielt haben, also wir sind wirklich schon weit rumgekommen. Wir waren sogar schon beim Papst in Rom, haben auf dem Petersplatz musiziert, sogar im Petersdom, waren Konzertreisen in Teneriffa, waren in Carvina, zuletzt in Prato und Florenz, haben dort gespielt. Und jetzt sind wir hier in Ungarn und freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Und wir spielen, das erste Stück ist Wagner, der diese Tannhäuser. Dann spielen wir Melodien aus Operetten von Franz Lehár, Puccini-Arien und dann ein Walzer von Johann Strauss, Filmmusik von Ennio Morricone und dann am Schluss noch ein bisschen was Frank Sinatra, ein bisschen was Unterhaltsames fürs Volk, fürs Publikum, fürs Herz. A fiatalok mind nagyon szeretnek muzsikálni. Martin és Luisa például klarinéton játszanak és izgatottan várták a koncertnapját. Ich bin seit 2014 Mitglied der Kreisjugendmusikkapelle und spiele die Klarinette. Ich habe in der dritten Klasse, das war 2005, mit der Klarinette angefangen und ja, es macht heute noch genauso viel Spaß wie damals. Gerade bei uns im Landkreis gibt es sehr viele Vereine. Es ist der Landkreis mit den meisten Musikvereinen in Deutschland, die auch diese traditionelle Blasmusik spielen. Das ist sehr fokussiert und deswegen wird es uns allen eigentlich ja, in die Wiege gelegt und wir wachsen damit quasi auf. Ich war leider noch nie vorher in Ungarn. Wir waren vor 8 Jahren in Tschechien und auch damals fand ich die Gastfreundschaft, so wie heute, auch gestern in Balaton Fürth am Plattensee, echt überragend. Das Publikum war sehr, sehr, sehr uns ja, zugunsten und es hat einfach Spaß gemacht, hier zu spielen. Und ich freue mich, dass wir hier sein können. Ich bin jetzt seit 2016 in der Kreisjugendmusikkapelle und ich spiele Klarinette. Und genau, ich habe jetzt noch zum Glück ein paar Jahre vor mir, wo ich noch dabei sein darf. Ungefähr seit der dritten Klasse, also ich würde sagen, seit ich 11 bis 12 Jahre alt war. Und genau, es war schon immer eigentlich mein Lieblingsinstrument und meine Schwester hat es auch gespielt und dann habe ich auch angefangen und genau, es macht mir immer noch genauso viel Spaß. Das ist mir sehr wichtig, also auch gerade zum Beispiel in den Musikvereinen in der jeweiligen Stadt ist das natürlich auch immer noch vorhanden und macht nach wie vor auch Spaß, aber ich finde, die Abwechslung macht es aus. Also hier in der Kreisjugendmusikkapelle spielen wir auch andere Bereiche, andere Genres, zum Beispiel Titel, Filmmusik oder traditionelle Märsche, Konzertwalze, alles Mögliche und die Mischung, finde ich, ist einfach das, was so viel Spaß macht.
Nee, leider war ich noch nicht in Ungarn, aber wir hatten gestern Abend unser erstes Konzert und mich hat die Gastfreundlichkeit oder die Gastfreundschaft einfach überzeugt. Die Leute waren so freundlich, haben so viel Applaus gegeben, obwohl sie uns nicht gekannt haben. Und es war einfach ein schönes Gefühl, dass die Leute, obwohl sie uns nicht kennen, uns die Möglichkeit geben und sie uns zuhören. Und abgesehen von davon, auch einfach, wie die Städte aussehen. Gerade diese Stadt hier ist wunderschön.